ihr Lieben, kurz vor Weihnachten, also kurz, aber natürlich, wenn man noch ein liebevolles, selbstgemachtes Geschenk braucht, haben will, herstellen will, ist es schon noch kurz. Ich reibe mir schon die Hände. Es ist kalt heute und ich habe euch mitgebracht meine Bettflasche Waltraud. Natürlich das E-Book. Und das jetzt heute mit euch zum Nähen als Videoanleitung zu meinem E-Book. Was gibt's zur Bettflaschenhülle zu sagen? Sie ist schnell und einfach gemacht. Ich habe mich für ein Baumwollvlies entschieden. Das Baumwollvlies, was bestimmt einige von euch schon kennen, was auf der Gegenseite der schönen großen Kuscheldecke ist. Geht natürlich auch mit Polyestervlies, aber ja, ich habe es natürlich sehr gern kuschelig und das mit der Baumwolle ist mir auch ganz lieb. Ihr könnt eure Bettflaschenhülle besticken, ihr könnt Lieblingsmensch draufschreiben, ihr könnt Gute Nacht draufschreiben, ihr könnt den Namen draufschreiben, wem die Bettflasche nachher gehört. Ihr könnt natürlich auch ein witziger Spruch draufschreiben. Ihr könnt es dann mit verschiedenen Zierbändern noch verschönern. Ihr könnt aber auch einen Schwarzwald-Style machen. Ihr wisst schon, mein Herzenswunsch, Nähliebe trifft auf Heimatglück-Stöffchen, kann man auch einfach großzügig da drüber nähen, ohne groß zu applizieren und auch dann hier wieder mit Bänder versehen. Und ich habe da dann auch immer gern noch die Kordel. Ich finde es einfach so sehr hübsch. Und oben habe ich auch eine Spitze. Heute machen wir mal eine ganz einfache Variante mit Bänder, aber ich habe euch mal auch noch was von zu Hause mitgebracht. Und so sieht es auch aus. Die benutze ich nämlich jeden Abend schön. Da habe ich jetzt mit einer Applikation gearbeitet und mit Bänder. Und da habe ich so verarbeitet, dass ich die Kante nach außen habe stehen lassen. Bei dem Weiß mit dem Grau war es mir jetzt lieber, die innen zu haben. Aber es franzelt nicht, ihr könnt sowohl als auch machen. Und zum Applizieren wisst ihr eh, meine Applikationsvorlage. Ich war dann echt drauf und dran, den Bulli so vorzubereiten, dass der auf der Bettflaschenhülle für heute liegt, aber die Zeit hätte es irgendwie nicht zugelassen. Der Schmetterling ist hübsch, die Kuckucksuhr ist hübsch und auch ein Vögelchen ist nett. Ihr könnt natürlich, ich klappe das mal auf, für die, die es nicht kennen, es sind ja auch die Buchstaben, ihr könnt auch den Anfangsbuchstaben des Bettflascheninhabers applizieren, was auch immer. Ja, ihr bekommt das wie alles andere auch als E-Book in meinem Shop. Wer noch gar nicht appliziert hat, gibt es auch ein Starter-Set und da ist die Applikationsvorlage drin und alles, was er von Flieseline dazu braucht, auch noch. Heute beschränken wir uns auf das Nähen des E-Books für die Bettflaschenhülle und sind einfach kreativ mit ein paar Bändern und Bordüren. Ich habe die Bettflaschenhülle schon zusammengeklebt als Schnittmuster und ich habe es auch schon ausgeschnitten. Ihr seht, ich habe ringsherum 1 cm Nahtzugabe. Ihr bekommt übrigens 3 Bettflaschenhüllen aus einer Breite raus, also hoch, und dann gehen 3 aus der Stoffbreite raus. Also es gibt dann auch die Möglichkeit, 3 Geschenke auf einen Schlag. Und jetzt könnt ihr tatsächlich erst einmal so gestalten, wie ihr es haben wollt. Mein Gedanke war jetzt da tatsächlich ein bisschen mit diesen Zierbändern zu arbeiten. Ihr könnt es auch einfach mal so schräg darüber machen. Finde ich schön. Ihr könnt es natürlich aber auch so und so und könnt das da dazwischen machen. Also alles, was ich will, ist wie immer, euch einen Impuls zu geben, werdet kreativ. Die Stoffpakete, die ich euch packe, mache ich tatsächlich mehrere unterschiedliche Spitzen und Bordüren rein, weil ihr habt ja auch die Möglichkeit auf 3 Bettflaschen.
Und dass ihr da einfach super kreativ sein könnt. Aber ich glaube, mache ich das jetzt so hoch oder mache ich das so schräg? Und dann mache ich da oben noch die Kordel drauf. Aber ich glaube, ich mache es tatsächlich jetzt so. Also, eine Schere für mich. Was euch natürlich da jetzt auch hilfreich ist, ist unser Wandertape, was wir sonst für den Reißverschluss auch schon oft verwendet haben. Und wenn ihr das jetzt, ich muss jetzt nochmal gucken, ob das auf dem... Ja, also wenn das fest und schön andrückt, bleibt es wunderbar hier auf diesem Vlies auch kleben. Und ihr wisst bestimmt schon, das ist jetzt einfach die Unterstützung, dass uns beim Nähen die Spitze nicht verrutscht. So. Jetzt war ein bisschen großzügig mit der Spitze, aber das bin ich ja gern. Und dann setze ich jetzt unten dran nochmal eins. Und ich bin jetzt so mutig. Ich möchte jetzt das hier annähen, indem ich quasi mein Zierband annähe, dass ich da gar nicht so viele Nähte zu sehen habe. Es langt, wenn ich nachher nochmal da oben und da unten drüber gehe, damit es sich nicht aufklafft. Aber da setze ich mir jetzt auch noch einmal ein wunderbares Klebeteilchen. Jetzt müsste es natürlich ein bisschen andrücken, aber das geht wunderbar. So, wer möchte, kann da oben auch noch mal ein Klebeband setzen. Wir lange jetzt einfach 2-3 Stecknädele, weil ich Angst habe, dass mir das ein bisschen durchdrückt bei dem schönen, dünnen Stöffle. Also Spitze, nicht Stöffle. Und wie auch immer ihr das nachher gestaltet. Also ich finde das ja immer das Schönste, die Gestaltung des Ganzen. Hättet ihr auch da unten noch was sticken können oder auch noch einen Buchstabe applizieren oder Free-Motion-Technik, was euch jetzt da dazu einfällt. Mir nähe das jetzt an der Nähmaschine fest. Gerne mit dem Obertransportfuß dieser Vlies, wer hat. Ist immer schöner und leichter und auch der Stich auf 3. Und dann geht's auch schon los. Jetzt, weil die Spitze so breit ist, habe ich mich entschieden, sie quasi da anzunähen, wo immer die Bogenkante nach oben geht. So, alle Nadeln ziehen. Und jetzt könnt ihr euch noch überlegen, wie ihr oben, ob ihr da noch eine Spitze haben wollt, ob ihr nur den Saum umschlagen wollt. Es gibt ja unterschiedlich große Bettflaschen. Ich habe jetzt da auch ein bisschen eine Hülle gemacht, wo meine Bettflasche ein bisschen Spiel drin hat. Dann versinkt die da ein bisschen weiter. Ich liebe es aber auch, wenn ich sie befülle, so da am Krage quasi zu packen, anstatt dass ich sie hier halt. Aber ich denke, da kriegt ihr schon das absolute Gefühl dafür. Ich glaube, ich habe mich noch entschlossen, da oben eine Spitze hinzumachen.
Jetzt passt die in dem Grau gar nicht ganz so gut. Ihr könnt auch überlegen, ob er die Spitze so drauf näht. Ich habe das jetzt hier, ich zeige euch das nochmal, Trick 17. Ich habe den Zentimeter nach innen umgeschlagen und habe von innen dann die Spitze dagegen gesetzt. Aber ich glaube, das mache ich jetzt tatsächlich einmal mit euch und nicht mit der Spitze, weil mir das immer noch am besten gefällt und alles andere ihr auch ohne mich könntet. Das heißt, wir legen es auf die linke Seite. Da oben haben wir den 1 cm Nahtzugabe, dass ihr einfach mal seht, was ich denke. Und jetzt gehe ich her und ich will einfach nur, dass die Hälfte von dieser Spitze da oben rausguckt. Somit nähe ich meine Spitze mit der geraden Kante direkt an der Schnittkante an. Wir lassen aber ein bisschen überstehen, weil wir den Spitze nachher abschneiden. So. Also ihr seht, genau bündig. Und jetzt ist einfach auch, wenn man von innen nach hinten durchguckt, das da oben schön ordentlich sauber, weil man quasi die Naht da innen drin haben. Ist ein bisschen gepfriemeler, weil der Vlies ein bisschen dick ist, geht aber trotzdem mit Geduld und Spucke. So von außen und so von innen. Und das nehmen wir jetzt noch miteinander. Ah ja, sieht hübsch aus. Auch da ist wieder gut, wenn ihr den Obertransportfuß habt, um einfach diesen Vlies nicht zu stark auszudehnen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt von der rechten Seite noch mal ganz schmal das da oben absteppen. Ich merke gerade, probiert mal da auch 3,5 die Stichlänge zu machen. Ich glaube, das sieht ein bisschen attraktiver aus. Ja, und ich finde es jetzt auch schöner, wenn es von da oben noch mal schmal abgesteppt ist, wie nur von da unten. Und dann haben wir eine Seite fertig und die andere könnt ihr jetzt lassen, wie sie ist, oder ihr könnt sie auch noch kreieren. Ich mache jetzt zumindest da oben nochmal die Spitze so dran, dass das hinten und vorne gleich ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Vom Säumen, von dem Bettflaschenhals, machen wir jetzt das, was hier zu viel ist, in der Spitze noch alles weg. Und alles, was wir jetzt noch brauchen, ist rechts auf rechts. Und wir brauchen heute keine Wendeöffnung. Unser Hals hier oben ist so schön breit, dass wenn wir die Bettflasche in die Hälfte machen, dass die wunderbar hier reinpasst. Was jetzt noch wichtig ist, ist, dass wir da oben gut bündig sind. Dass unser Rundung da gut aufeinander passt und man in diese spitze Form gut reinkommen. Also dieser Vlies ist tatsächlich auch ein bisschen flexibel, das heißt, ihr dürft auch mal gern, wenn ihr das Gefühl habt, das passt nicht ganz aufeinander, noch mal ein bisschen ziehen und schiebe und rutsche und viel streichle. Manchmal, wenn man die eine Seite so schön dekoriert hat, passiert es natürlich auch, dass durchs Dekorieren sich ein bisschen verschiebt, ein bisschen ausdehnt oder ein bisschen zusammenrutscht. Deswegen einfach da schön streicheln. So, wir fangen da oben natürlich sehr bündig an. 1 cm Nahtzugabe. Und nähen in die komplette Ecke rein.
hier, vielleicht macht er euch da tatsächlich eine Markierung. Da müssen wir ankommen, da muss Nadel stecken bleiben. Und jetzt wirklich komplett rumdrehen. Dass man da auch diese Ecke genauso gut abknäten, wie man sie angezeichnet habe. Bei der Rundung immer schön langsam und nachjustieren. So, jetzt müssen wir wieder in unsere Ecke kommen. Ihr Lieben, in der Rundung, da fangen wir vielleicht mal mit an, das wisst ihr eh, wird kurz eingeknipst innerhalb natürlich der Nahtzugabe, damit man das nachher auch schön rundherum bekommt. Und da oben im Hals, da schneidet man natürlich in die Spitze rein, damit man auch das hier sehr gut einfach wenden können. Und das ist das, was wir jetzt noch machen müssen. Einfach einmal rumdrehen. Auch da oben schön ausarbeiten, sodass alles schön rund ist. Ah, da habe ich jetzt nicht eingeschnitten. Oben müsst ihr auch einschneiden. Ich merke es gerade in der Rundung. So, dass die Rundung da oben auch gut rauskommt. Das ist mir ein bisschen spitz. Aber ihr macht es schön rund, damit es gut ist. So, wie kommt die Bettflasche jetzt da rein? Jetzt muss ich sie dann noch aufmachen, Luft drin. Der legt sie so schön doppelt und dann geht die wunderbar hier über den Hals rein. Und wenn alles drin ist, dann macht es flipp und dann lasst das auf. Ich habe gerade noch keine. Wer mag, macht noch ein schönes Körtelchen da drumherum. Also ich finde auch immer sehr attraktiv, wenn es da oben am Hälschen noch etwas gibt. So, und ein Knötchen zum Abschluss. Da-da-da-da. Also, wie auch immer ihr es gestalten möchtet. Und da ist meine alte Dame mit der Applikation. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, das ist vielleicht tatsächlich noch so ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Natürlich ist auch immer ein schönes Geburtstagsgeschenk, so in der Winterzeit. Und ihr könnt euch da wirklich auch kreativ absolut ausleben und entfalten. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, es gibt auch Stoffpakete in 2, 3 Farben mit genug Spitze und mit genug Bänder, dass ihr da wirklich richtig, richtig schön, ja, kreativ werdet. So, jetzt ist wirklich nicht mehr lang bis Weihnachten, da bin ich mal ganz sicher. Und sag jetzt und hier schon mal, wenn wir uns nimmer sehen, schöne Weihnachten, ruhige Weihnachten. Friedliche Weihnachten, Frieden vor alle Dinge in euch. Und wenn ihr die Zeit zum Nähen nutzt, dann findet ihr bestimmt während dem Nähen auch euer Frieden. So geht es mir immer. Neue Projekte laufen schon quer die ganzen Wochen und ihr werdet auch wieder viel von mir hören. Und ich glaube, wenn ich alles weiß, geht es dann mit Bekleidung weiter. Jacke und Hose stehen noch aus. Heute möchte ich noch was sagen. Mein Kameramann fällt ab nächstes Jahr weg. Und ich kriege, glaube ich, jetzt eine Kamerafrau, die ist auch ganz toll. Aber
Wenn es einfach ein bisschen anders vom Schnitt ist, seht es uns nach. Es wird eine kleine neue Handschriftänderung geben, die aber bestimmt genauso gut und anders gut wird. Und ja, ihr kennt und hört immer, wenn ich Niklas sage. Der Niklas ist ausstudiert, der geht jetzt richtig arbeiten. Vielen, 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 vielen lieben Dank, lieber Niklas. Und ich freue mich auf die neue Kamerafrau. So, genug geprasselt. Ein guter Rutsch, falls wir uns nicht sehen. Vielleicht bin ich ja noch spontan zwischendrin, aber schöne, schöne Weihnachten und alles, 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 alles Liebe. Eure Schwarzwald-Tanni.